Wir wissen sehr genau, was in einer Knochenmarkstammzelle passiert, wenn eine MDS-Erkrankung vorliegt. Es ist eine genetische Veränderung in dieser Knochenmarkstammzelle, was letztendlich dazu geführt hat, dass diese Veränderung stattgefunden hat, bleibt in vielen Fällen unbeantwortet. Sie als Patient wollen immer wissen, habe ich etwas falsch gemacht? Wie hätte ich das verhindern können? Aber in den meisten Fällen bleibt es verborgen, was wirklich der Auslöser für diese Veränderung gewesen ist. Diese Veränderung der Stammzelle beruht auf einer genetischen Instabilität. Und diese genetische Instabilität nimmt mit dem Alter zu, und aus diesem Grund ist MDS auch eine Erkrankung des höheren Alters. Prinzipiell können alle Veränderungen, die zu genetischen Veränderungen im Körper führen, zu MDS-Erkrankungen führen. So haben Raucher ein erhöhtes Risiko, MDS zu bekommen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Beispiel einen Lungenkrebs bekommen, viel höher als die Wahrscheinlichkeit eines MDS. Aber das sind verschiedene Dinge, die hier möglicherweise mit einer MDS-Entstehung zusammenhängen. Wo man sicher weiß, dass ein erhöhtes Risiko für MDS besteht, ist, wenn aus einer früheren Erkrankung eine Chemo- oder Strahlentherapie durchgeführt werden musste, und man weiß, dass nach so einer Behandlung das Risiko für MDS-Erkrankungen höher ist. Diese Frage kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Wir kennen von den akuten Leukämien, wo es typische genetische Veränderungen gibt, seltene Fälle, dass diese Veränderungen auch bereits angeboren vorliegen. Bei MDS ist das Ganze nicht in diesem Ausmaß hier nachweisbar. Es gibt ein kindliches MDS, es gibt selten Kinder, die von MDS betroffen sein können, wobei diese MDS-Erkrankung eine völlig andere ist von der MDS-Erkrankung, die im höheren Alter bei den Erwachsenen auftritt. Was wir in der letzten Zeit gelernt haben, ist, dass MDS aus Vorstufen entsteht, dass verschiedene MDS-typische Veränderungen bereits bei Gesunden im Alter von 35 plus, natürlich immer häufiger, je höher das Alter ansteigt, gefunden werden, ohne dass eine MDS-Erkrankung vorliegt, und auch nicht sicher ist, dass sich daraus eine MDS-Erkrankung entwickelt. Ob die Neigung zu diesen genetischen Veränderungen vererbbar ist, ist etwas, was wir gegenwärtig auch untersuchen.